Warm? Bauer sei Dank. Was soll ich Ihnen denn eurer Meinung nach sagen? Das hier ist nicht das, worum wir Sie gebeten haben. Wir können nicht einfach darüber hinweggehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden. Und wer bitteschön hat euch das Kommando übertragen? Wenn wir keine Einigkeit erzielen, haben wir gar nichts. Bitte, lasst uns doch vernünftig sein. Ohne die Strukturen der Inquisition sind wir aufgeschmissen. Ja, aber sie entstehen nun mal nicht von allein. Das hat sie auch nicht behauptet. Es reicht. Das alles führt doch zu nichts. Nun, zumindest darin sind wir uns einig. Psst, ihr müsst euch ausruhen. Das geht jetzt schon seit Stunden so. Dank euch können sie sich diesen Luxus leisten. Der Feind konnte uns nicht folgen. Und wenn wir Zeit für Zweifel haben, suchen wir nach Schuldigen. Solche Streitigkeiten können uns ebenso gefährlich werden wie Corypheus. Wissen wir, wo Corypheus und seine Truppen sind? Wir sind uns nicht einmal sicher, wo wir sind. Vermutlich ist das auch der Grund, warum er uns trotz seiner verbliebenen Truppen noch nicht gefunden hat. Entweder das oder er hält euch für tot. Oder er denkt, ohne Haven wären wir verloren. Oder er rüstet sich für einen weiteren Angriff. Ich weiß nicht, was diese Kreatur denkt. Ich weiß nur, welche Auswirkungen sie auf uns hat. Wenn Sie darüber streiten, was wir als nächstes tun sollen, bin ich dabei. Eine weitere erhobene Stimme wird Ihnen nicht helfen, auch nicht eure. Vielleicht sogar insbesondere nicht eure. Unsere Anführer tun sich schwer mit dem, was wir Überlebenden mit angesehen haben. Wir sahen unsere Beschützerin standhalten und fallen.
Dann sahen wir, wie sie zu uns zurückkehrte. Je mehr uns der Feind überragt, desto wundersamer erscheinen eure Taten. Und desto vorherbestimmter die uns auferlegten Prüfungen. Es ist schwer zu akzeptieren, nicht wahr? Was zu ertragen wir berufen sind. Was wir womöglich glauben müssen. Ich bin der Lawine entgangen. Mag sein, dass es knapp war, aber ich bin nicht gestorben. Natürlich nicht, denn die Toten können nicht von jenseits des Schleiers zurückkehren. Aber die Leute wissen, was sie gesehen haben. Oder was sie sehen mussten. Der Erbauer zeigt sich sowohl im Augenblick, als auch darin, wie man sich an ihn erinnert. Können wir uns wirklich sicher sein, dass wir keinen himmlischen Beistand haben? Ihr habt Korypheus gesehen. Was denkt ihr über seine Behauptung, er habe den Himmel angegriffen? Die Schrift besagt, einige Magister Tevinters, Diener der falschen alten Götter, seien in die goldene Stadt, den Sitz des Erbauers, im Nichts eingedrungen. Für diesen Frevel wurden sie zur dunklen Brut. Ihre Anmaßung ist der Grund, warum wir unter Verderbnissen leiden und sich der Erbauer von uns abwandte. Wenn es das ist, was dieser Korypheus von sich behauptet, so ist er ein unbeschreibliches Monster. Jeder einzelne Sterbliche leidet unter seiner Sünde. Sollte nur ein Bruchteil davon wahr sein, ist es umso wahrscheinlicher, dass Andraste jemanden erwählen würde, der sich ihm entgegenstellt. Korypheus sagt, er habe dort nur Verderbtheit und Leere vorgefunden, nichts Goldenes. Wenn er diesen Ort betreten hat, wurde er von ihm innerlich und äußerlich verändert. Die Lebenden sind nicht für diese Reise bestimmt. Vielleicht gibt es Lügen, die er sich selbst erzählen muss, anstatt zu akzeptieren, dass der Erbauer ihn nun verachtet. Ich könnte dieses Wissen nicht ertragen. Mutter Giselle, ich verstehe nicht, welche Rolle es spielt, was ich glaube. Ob er nun gelogen hat oder nicht, Korypheus ist eine reale Bedrohung. Hoffnung allein wird uns nicht retten. Eine Armee braucht mehr als nur einen Feind. Sie braucht ein Ziel. Auf ein Wort. Eine weise Frau, deren Worten man Beachtung schenken sollte. Ihresgleichen weiß um die Momente, die Einigkeit schaffen oder sie zerstören können.
Die Kugel, die Korypheus bei sich trug, die Macht, die er gegen euch eingesetzt hat, ist elfisch. Ich weiß nicht, wie er sie erlangte, aber das spielt doch keine Rolle. Sie ist von meinem Volk und im Besitz eures Feindes. Im Moment weiß ich weder, wie Korypheus überlebt hat, noch wie die Leute reagieren, wenn sie herausfinden, woher die Kugel stammt. Na schön. Was ist sie und woher wisst ihr davon? Sie waren Fokusse, die dazu dienten, uralte Magie zu kanalisieren. Ich habe derartige Dinge im Nichts gesehen. Alte Erinnerungen an noch ältere Magie. Korypheus glaubt, sie stamme aus Tevinter, doch die Magie seines Reiches wurde durch mein Volk begründet. Ob wissentlich oder nicht, es stellt eine Gefahr für unser Bündnis dar. Es ist verwirrend. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die Elfen dafür verantwortlich machen wird. Die Geschichte würde euch da zustimmen, aber wir können verhindern, dass es zu derartigen Schwierigkeiten kommt. Korypheus hat die Inquisition durch seinen Angriff verändert. Er hat euch verändert. Kundschaftet den Norden aus. Führt sie. Es gibt einen Ort, der auf eine Streitmacht wartet. Ein Ort, an dem die Inquisition etwas aufbauen, an dem sie wachsen kann. Täglich kommt mehr Landvolk aus den umliegenden Ansiedlungen hierher. Die Himmelsfeste wird zur Pilgerstätte. Wenn die Nachricht diese Leute erreicht hat, weiß auch der Älteste Bescheid. Wir haben die nötigen Mauern und Männer, um uns hier zu halten. Aber diese Bedrohung ist weit größer als der Krieg, den wir erwartet hatten. Allerdings wissen wir jetzt, wie ihr Korypheus standhalten konntet und was ihn zu euch geführt hat. Er ist deshalb gekommen und jetzt nützt es ihm nichts mehr. Also will er mich tot sehen. Der Anker hat Macht, aber er ist nicht der Grund, warum ihr noch hier seid. Eure Entscheidungen ermöglichten uns, den Himmel zu heilen. Dank eurer Entschlossenheit haben wir Haven überlebt. Ihr seid wegen dem, was ihr getan habt, die Rivalen dieser Kreatur. Und das wissen wir, wir alle. Die Inquisition braucht eine Anführerin. Jemanden, der sie längst anführt. Euch. Sehen das alle so? Setzen alle so großes Vertrauen in mich? Alle diese Leute sind wegen euch noch am Leben. Sie werden euch folgen. Das war nicht die Frage. Ich sage es euch ganz ehrlich.
Jemandem diese Macht zu gewähren, ist beunruhigend. Aber ich muss glauben, dass es so vorherbestimmt ist. Ohne euch gäbe es keine Inquisition. Wie sie auftritt und wie sie führt, ist allein eure Entscheidung. Korypheus wird mich nie in Frieden leben lassen. Das hat er deutlich gemacht. Er will ein Gott werden und über uns alle herrschen. Korypheus muss aufgehalten werden. Wohin ihr uns auch führt. Wurden unsere Leute informiert? Ja, und bald wird es die ganze Welt wissen. Kommandant, werden Sie uns folgen? Inquisition, folgt ihr uns? Werdet ihr kämpfen? Werden wir triumphieren? Eure Anführerin, euer Herold, euer Inquisitor! Hier beginnt es also. Es begann auf dem Hof. Hier lassen wir dem Versprechen Taten folgen. Aber was sollen wir tun? Wir wissen nichts über diesen Korypheus, abgesehen davon, dass er euer Mahl wollte. Korypheus will Tevinter wiederherstellen. Ist das der Auftakt eines Krieges mit dem Reich? Ich habe das Gefühl, dass wir es hier eher mit Fanatikern zu tun haben, als mit der Vorhut einer echten Invasion. Tevinter ist nicht das Reich, das es vor 1000 Jahren war. Was Korypheus wiederherstellen will, existiert längst nicht mehr. Dennoch bin ich mir sicher, dass niemand im Reich auch nur eine Träne vergießen würde, wenn der Süden ins Chaos stürzt. Korypheus sagte, er wolle die schwarze Stadt betreten. Er sagte, das würde ihn zu einem Gott machen. Er ist bereit, diese Welt zu zerstören, um die nächste zu erreichen. Es spielt also keine Rolle, ob er sich irrt. Und wenn er sich nicht irrt? Was, wenn er irgendeinen anderen Weg ins Nichts findet? Dann erlangt er entweder die Macht, nach der er strebt, oder er stürzt uns alle ins Verderben. Könnte sein Drache tatsächlich ein Erzdämon sein? Was würde das bedeuten? Den Beginn einer neuen Verderbnis. Wir haben abgesehen von Korypheus selbst keine andere dunkle Brut gesehen. Vielleicht ist er ja gar kein Erzdämon, sondern etwas anderes. Was auch immer er sein mag, er ist gefährlich. Die Kontrolle über eine derartige Kreatur verschafft Korypheus einen gewaltigen Vorteil. Es muss da draußen doch jemanden geben, der irgendetwas über Korypheus weiß. Ich fürchte, abgesehen von denjenigen, die ihn in der Schlacht gesehen haben, werden die meisten nicht einmal glauben, dass er überhaupt existiert. Einen Vorteil zumindest haben wir. Wir wissen, was Korypheus als nächstes vorhat. Wie ihr in Theronfall herausgefunden habt, plant er, Kaiserin Selene zu ermorden. Stellt euch nur vor, welches Chaos ihr Tod verursachen würde. Mit seiner Armee. Eine Armee, die noch weiter anwachsen wird. Nicht umsonst hat der Dämon des Neids mit einer gewaltigen Dämonenstreitmacht geprahlt. Gott hin oder her. Korypheus könnte den gesamten Süden von Thedas erobern. Ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn wir mehr darüber wüssten, mit was wir es hier zu tun haben. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen kann. Die allgemeine Begeisterung hat auch meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, also habe ich einem alten Freund eine Nachricht geschickt. Sie hatte schon mal das Vergnügen mit Korypheus und weiß vielleicht mehr über seine Pläne. Sie kann uns sicher helfen. Neue Verbündete sind immer gut. Stellt uns einander vor. Das würde zu viel Tamtam machen. Ich denke, ein vertrauliches Treffen wäre besser. Auf den Wehrgängen. Glaubt mir, die Sache ist kompliziert.
Also schön. Wir sind bereit, uns mit beiden Angelegenheiten zu befassen. Wir erwarten eure Befehle, Inquisitor. Ich weiß nur eines. Falls Varric gerufen hat, wen ich denke, den er gerufen hat, bringt Cassandra ihn um. Das soll die Inquisition sein? Eine staubige alte Ruine voller abgehalfterter Soldaten? Wenn ihr euren Mund halten und stattdessen die Augen aufmachen würdet, wäre euch klar, dass die Inquisition unsere einzige Hoffnung ist.